Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben im Pokémon Center von Metaverse City. Hier hinten haben wir uns schon alles angeschaut. Pokémon müssten eigentlich auch alle voll geheilt sein. Und hier mit dem haben wir noch nicht geredet. Ein Pokémon, das durch Tauschen, erhältst, wächst schnell. Aber wenn die Orden von bestimmten Arenen fehlen, wird es dir eventuell nicht geholfen. Mit dem haben wir auch noch nicht geredet. Hast du schon die Herausforderungen der Pokémon-Arena angenommen? Ich glaube, wenn sie den glänzenden Orden der Arena in der Hand halten, wird den Trainern klar, was von ihnen verlangt wird. Hey, diese Turbo-Treter, die haben wir auch entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eines unserer Produkte benutzt. Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben bereichern. Diesen Schaukasten sind Steine und Metalle ausgestellt. Und da ist ein kleines Schild, auf dem etwas geschrieben steht. Die Devon Corporation begann in ihrer Erfolgsgeschichte mit der Verarbeitung von Steinen aus Steinbruch. Außerdem verarbeiten sie Eisenspäne, die man im Sand finden kann. Die Verarbeitung von Rohmaterialien war nur der Anfang. Heute stellt Devon eine große Anzahl von Industrieprodukten. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Dann halt nicht. So, mal hier nach rechts. Weiter geht's. Hör zu, mein Freund, würdest du gerne Champ werden? Ich bin kein Trainer. Ich nicht. Aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Rat geben. Also, abgemacht. Wir werden zusammen nach Pokémon-Meisterschaften streben. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln. Habe ich recht? Aber die Arenaleiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir eine Experten-Tipps geben. Delizia, die Arenaleiter setzen Gestein-Pokémon ein. Ein Gestein-Pokémon ist sehr zäh. Er hat aber gegen Wasser- und Pflanzen-Attacken keine Chance. Komm wieder vorbei, wenn du deine Arena-Leiter beziehen kannst. Nun zeig, was du drauf hast. So. Ah, da müssen wir wieder ein paar Trainer dafür. Ich muss jetzt erstmal hier. Also Pflanzen und Wasser. Hier haben wir Wasser. Und muss ich hier noch ein bisschen trainieren. Mein Flammling jetzt zu Feuer ist, hat er nicht so viel Chancen. Wie, mein Pokémon ist niedlich? Sicher, das weiß ich doch. Aber ich weiß auch, dass ich es gerne mit dir tauschen würde. Ich gebe dir mein Samurutzel, wenn du mir ein Trassler gibst. Ich hab kein eins. Wir mal machen, wenn ihr eins habt. An allen Orten gibt es alle Sorten von Pokémon und Menschen. Ich finde das faszinierend. Daher besuche ich alle möglichen Orte. Jetzt vielleicht noch ein Pflanzen- oder Wasser-Pokémon fangen. Ein bisschen trainieren, dann können wir auch eine Arena-Leiter herausfordern. Devon Corporation, wir nennen sie kurz Devon. Die Firma stellt viele praktische Dinge her. Hier sind meine Turbo-Trainer hier. Was gibt's hier alles? Trainer hier, ja. Höhenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf einer Straße zu vergleichen.
Du weißt nie, was ein wildes Pokémon auftaucht. Du wirst immer angespannt. So, das ist ein Pokémon. Sonny hat Supertank. Wann ist sie wieder Pflanzen? Deine Pokémon sind die Kings. Überzeugt dich selbst. Nochmal erstaunen. Ich krieg. Wie setze ich auf Zauber ein? Zauber ein. Ich werde jetzt erkämpfen. Ich setze nochmal auf Zauber ein. So, schon wieder voll im Leben. Ich werde nochmal absorbieren. Naja. Ich will mir eine Bären geben. Ich werde nochmal absorbieren. In der Arena müssen wir auch noch Bären holen für das Pokémon. So wurde besiegt. Ja, jetzt hier. Das jetzt mal was Pokémon nicht so effektiv. Aber ich muss es ja trainieren. Solange ich immer Zauber einsetze, kann eigentlich nichts passieren. Badenschuss. Super. Nicht vergiftet worden wird. Blut. Wurde besiegt. 50. Oh, fast Level 14. Ne, nicht mehr. Mach das schon. Mit Kader. Ich weiß nicht, ob One-Hit ist nicht gut. Ja. Mein Gott, ist so stark, wenn du. Könnte man sogar gegen Stein-Pokémon bringen, glaube ich. Der Stärke, was schon mal. Ne, nur Level 10 maximal. In der ersten Arena. Sollte es eigentlich nicht viel über 10 sein.
Schutz gefunden. Ja, aber ich brauche jetzt keinen Schutz, weil ich will ja meinen Pokémon trainieren. So. Ein Kader der 7. Absorber ein. Ach, ich sehr effektiv, aber müssen wir hier das Pokémon trainieren. Oh. Ach, doch, das Campplatz nicht mehr. Hallo, Absorber. Ja, sehr effektiv sind wir. Man ist doch die größte Stärke. Mein Absorber ist jetzt gestärkt. Absorber. Mit dem Vorteil, dass ich mit Absorber ein. Mit dem Vorteil. Mein Gott, das ist doch immer die Scheiße. Da wieder ein Vorteil. So, noch zweimal, dann ist er tot. Oder Ding. Und Kater. Oh, einmal. Ich glaube 11. Gehen wir mal weiter. Okay, ist ein Kreis hier. Dann kriegen wir. Dann in der Schule. Ich lerne in der Schule. Und auf dem Heimweg lerne ich auch. Kerstin. Hier nur ein Karten. So, ach, so ein Erstauner gemacht. Was soll ich Absorber machen? Nicht so effektiv. Ja. Was ist das denn? Was haben wir denn hier noch? Das ist mal ein bisschen cool. Und hier noch ganz cool. Was? Eventuell. So, zerschneide einfach. Bei Platz im Pokémon. Ganz gut eigentlich. Ich weiß nicht, ob das gehört. Vielleicht auch Kratzer, ja. Ja. Toll. Das Kratzer ein. Fuck, muss ich wieder tauschen. Ja, das ist ich bin der freie Mensch. Ihr Blut ist tot. Effektiv. Ja, dann wird gut. Oder 18. Ich glaube, ich ja jetzt bis dahinter gehen sollte. Ich gehe lieber nochmal zurück. Gucke mal rein. Was ist das? Oh! Aber. Was wir fangen? Absorber. Teleport. Nein! Scheiße.
bist. Aber die flüchten meistens nicht. Mal die Bären. Ich heb die mir für die Arena auf. Weil. Die brauchen nicht die Wichtiger, die wichtiger wie auf dem. Jetzt auf dem. Auf der Wiese. Ich glaube, was ich für Bären uns hab noch. Ja, so eine Bäre ist gut. Sehr gut, wenn wir da noch welche hätten. Dann schaue ich noch mal kurz, ob sie schon nachgewachsen sind. Oder? Da haben wir einige Pflanzen, glaube ich. Ne, das ist hier das Problem, glaube ich, dass die nicht wachsen. Wenn ich jetzt mal nicht spiele. Und ich spiele es ja auf dem PC. Und da checkt es. Das Spiel, glaube ich, irgendwie nicht. Dass, wenn ich offline bin, dass das oft dauert. Jetzt in meinen Beutel rein. So, das hat mein Handy. Wir haben jetzt hier noch zwei super Tränke. Vier Tränke. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Smaragd und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.